Und weiter geht's mit Let's Play Titan Quest. Nicht die Immortal Thrones, sondern Ragnarök. Und ja, wir sind immer noch nach Delphi. Kloppen uns noch Höhlen durch. Ja, das hätte ich fast dank Livestream vergessen, den Let's Play Teil auch zu starten. ja, was dann irgendwie interessant geworden wäre. Oh Gott, solange es nur das ist, wo meine Probleme sind, ist alles in Ordnung. So, das ist jetzt dieser minus 40% Ding, was jetzt angeworfen wurde. Schauen wir nochmal nach, was bringt uns das, wenn wir unter 40% fallen? Heilige Raserei. Ich krieg Schadensabsorption. Energiereck. Gesamtgeschwindigkeit. Aufladezeit. Verlangsamungswiderstand. Das ist nice. Und was kriegen wir? Furchterregende Macht. Okay. Oh, das ist nice. Wir können Gegner potenziell wegfieren. Das ist richtig fein, ja. Wenn du eh schon ein Problem hast, dass so viele Gegner um die Oma laufen. Aber das Spiel vor einer Stunde gelauft. Gekauft. Ah, ja, super. Ich persönlich finde, das ist super zum Einsteigen des Spiels. Also, und nett und praktisch und alles. Du kannst ja mal reinspielen und wenn du sagst so, ja, ich bin jetzt zum Beispiel mit Griechenland fertig. Oder noch nicht oder so, ja. Dann, kannst du ja gerne, also dann kann ich das Ding ja online stellen mit einem Passwort. Dann kann man mir ja gerne joinen im Spiel. Ist nämlich total unkompliziert, ich brauche nur als Mehrspieler spielen. Partie anwerfen ist dann exakt das gleiche Spiel, man kann bis zu 6 zusammen spielen, sofern sie das nicht geändert haben. Ja. Wie gesagt, alles kein Problem. Spiel's einmal an, mach die vertraut mit dem Spiel. Erwart nicht, dass du so durchlaufst wie ich. Wie gesagt, ihr habt da schon ein bisschen mehr Zeit reingesteckt. Aber ich finde, das ist bis heute einfach ein wunderschönes Spiel. Das ist halt jedes Mal, also das ist von 2006, ist das halt mir echt ein bisschen. Halleluja, ich bin alt. Das ist halt 11 Jahre her. Und so vom Gefühl her ist das halt vor einem Jahr passiert, dass ich mit dem Radl zu Matthias gefahren bin. Der hat dann noch in Klagenfurt gewohnt, bei Klagenfurt. Und dann haben wir uns hingesetzt zu seinem PC, weil der hat damals den stärkeren Rechnerkopf von uns baden. Der hat Titan Quest gehabt, dann bin ich mal rausgefahren, habe auf seinem Rechner gezockt. Und so, ja, es war echt cool. Ja, schon echt lange her. Seitdem hat sich wirklich was getan. So, wir haben Prost, 11 Titan Quest. Und darauf, dass wir nicht eingehen. Muss mich aber noch einspielen. Genau. Wenn ihr jetzt nicht immer exakt gleich antwortet auf manche Kommentare, wie gesagt, da ist jetzt mein Monitor. Für den Livestream selbst. So. Utru. Ja, davon kommt jetzt der einzige Satyr, der uns wohlgesonnen ist, ein Händler. Haben wir da jetzt gleich mal. Wenn mich nicht alles täuscht, aber müsste eigentlich passen. Die Jägerin hat da diese Falle aufgestellt. Das ist echt cool, die Jagdmeisterschaft, kannst einfach mal einen Geschützturm aufstellen. Der läuft. Ja doch, das ist das richtige Gebiet. Haben wir dann gleich einmal ein Portal und dann Satyren. Ja, mit dem Portal dazu kommt. Was ziemlich cool ist, wenn man jetzt in einem Gebiet ist, man will einfach durchlaufen und braucht eher Regeneration, kann man dann mit der Traummeisterschaft auf die Dings umwechseln, dass man eher Lebensregeneration und Energieregeneration hat, so wie ich das gerade da hätte, also brauchen könnte. Also bei so einer Aktion darf ich jetzt auf die Regenerationsding wechseln. Eismenaden. Da sind wir umgefallen. Ist nämlich echt brutal. Manchmal mit den Viecher. Aber dass ich gleich umgefallen bin, hätte ich mir so jetzt nicht gedacht. Aber gut. Passiert halt, ne? Was haben wir denn da sonst noch? So, die Heldin da. Ah, Frostschrein.
So, jetzt macht das Ganze mal in Slow Motion. Mal schön, dass hier Eismagie hat. Hier ist somit überhaupt nicht verlangsamt worden. Das wird dann wohl das Problem gewesen sein, dass wir die alle nicht rausgefokust haben. Den Schrein gar nicht genommen können. Hey, warte mal, hat die spellt oder wie? Na los, warum waren denn meine ganzen Dings deaktiviert? Die Transempathie, das ganze Zeug. Einer war es. Gesundheitstrank, Gold. Also Suchflucht kapiert und jetzt macht es auch Spaß zuschauen. Ah, das freut mich. Wie gesagt, DSA ist einfach eine super Sache. Man kann es eben so wie wir über Skype spielen. Man kann aber, und ist auch lustiger und ist auch empfehlenswerter, wenn man sich einfach an ein paar Freunde zusammensucht, ja, mit denen man das dann zusammenspielt und halt wirklich vor Ort. Bock, alter Schwede, das Grenne drum macht völlig weniger Schaden. Na? Schaden pro Sekunde 80, 81. Neues. Mach schon mal das da. Und jetzt dann kleben wir noch eine Verstärkung auf das Ding drauf. Achilles Tapferkeit war was halt zur Sache. Wir könnten es ja machen eigentlich. Von da. Ah. Lebensentzug. Ja. Nehmen wir Achilles Tapferkeit. Und schon nochmal 92 SPS. So. Das Portal überrennt man relativ gerne. Du kannst ja auf meinem Kanal, wenn es dich natürlich nur interessiert, gell? Wir haben noch, das ist unser siebtes oder achtes Abenteuer jetzt, das auf YouTube ist. Und also wir haben noch ganz andere Abenteuer gespielt. Wie gesagt, such deinen Freundeskreis, such ein paar Freunde von dir zusammen. Und der kreativste von euch kann ja meistern versuchen, also der Spielführer zu sein. Und eben so eine kleine nette Gruppe zusammen, man trifft sich halt hin und wieder in der Woche oder einmal in der Woche so mit Papier und Stift. Mehr braucht man nämlich nicht dafür, weil es geht, spielt sich alles im Kopf ab. Und dann spielt man eben ein Rollenspiel zusammen. Und es ist halt eine Top-Alternative zum Computerspielen und so weiter. Und vor allem, wenn man jetzt noch jünger ist, die Eltern sehen es auch lieber natürlich, weil Computer sind böse. Beziehungsweise es war halt noch meine Generation, keine Ahnung, wie das bei der jetzigen ist. Ich vermute schon ein bisschen abgeschwächter, aber wahrscheinlich immer noch, nein, geh weg vom Computer. Man kann es halt einfach, es ist einfach lustig. Man hat einfach mehr Freiheiten als auf dem Computerspiel, weil es gibt zwar auch ein DSA-Rollenspiel, aber das ist meh. So, genug von DSA gequatscht, weiter in Titan Quest. Wir arbeiten uns jetzt in das große Lager von den Satyrn rein. Und kämpfen uns jetzt stetig in Richtung Gorgonen durch. Gorgonen, wie wir alle natürlich wissen, sind diese merkwürdigen Schlangendamen, die Menschen versteinern können, wenn man sie dann in die Augen schaut. Wir haben allerdings den Silberblick des Jahres und widerstehen dem einfach mal ganz auf die normale. Ja. Wollen wir mal ins Kriegslager reinlaufen oder herum. Laufen wir auch mal herum, weil normalerweise laufen wir immer rein ins Kriegslager. Also herum. Dann halt außen umlaufen. Klappt sich dennoch durch kistenweise Viecher durch. Aber so wie ich es gelesen habe, eben mit dieser neuen Experience Curve, dürften sie es wirklich angeglichen haben, dass man jetzt ein bisschen schneller levelt. Ja, vom Gefühl her geht es schon schneller voran, was es Vanilla ist. Vom Equipment her, was man kriegt, glaube ich, ist es nicht geändert worden, so von den Drop-Chancen. Aber von der EP her ist es gefühlt schon geändert worden. Ja, das hat sich gelohnt. Also diese Minenrunen. Aber Spielmeister werde ich sein. Ja? Also je nachdem, wie man es halt will. Manche wollen nur mitspielen. Was halt der Vorteil ist bei DSA, sind wir schon wieder bei dem Thema. Als normaler Mitspieler, du musst halt weniger denken. Du hast deinen Charakter und fertig. Der Meister muss halt mehrere Sachen denken. Aber wie gesagt, einem gefällt das, einem gefällt das. Ich mache halt viel. Bin ein großer Fan davon, dass man halt, dass so viele Leute wie möglich das DSA ausprobieren. Man kann ja in seiner lokalen Stadt, gibt es immer wieder so Gruppen, die Rollenspiele spielen, so Rollenspielgruppen. Weil DSA, LARP und all diese Sachen, also Live-Action-Roleplay, wenn man sich verkleidet und das quasi in echt spielt, was man in DSA halt nur
auf den Stift spielt. Ist ja verwandte Sache davon. Flugsägen, alter Falter, das sind aber Volksskelette. Uiuiui. Der Typ nervt immer noch. Oh, Alter. Habt ihr den Scheiß gar gelassen? Himmel. Das war aber ziemlicher Hammer jetzt. So, Trance der Empathie läuft halt aus, wenn keine Energie mehr ist. Und ich glaube, die Empathie-Trance ist tickt. Die mit Energie in einer Sekunde wegsaugt. Beim ziemlich guten Energiereck, muss ich sagen. Da geht schon gut was weiter. Wenn man jetzt so frei rumläuft, sieht man eigentlich, wie viel Energie in einer Sekunde hochgeht. Können wir mal schauen. Sekundär, Energiegeneration 2,85. Das ist nice, ja. Da geht aber nicht. Deswegen, meine Eltern ist es egal, was ich darf, solange ich spiele. Auch cool. Man weiß natürlich wie nicht, wie alt du bist, aber vom Gefühl her bist du, sagen wir mal, noch unter 18. Die Freiheit habe ich nicht gehabt, obwohl so, ja, ab so 15, 16 war es dann eigentlich auch schon fast egal. Da ging schon. Aber ja, es ist halt, ja, andere Generation, jeder wird anders erzogen. Aber es ist trotzdem, also ich persönlich finde ja, dass es gut ist, dass inzwischen so der grobe Konsens ein bisschen humaner ist. Computerspielen gegenüber oder Spielern gegenüber. Dass sie nicht mehr gleich so als komplette asoziale Leute abgestempelt werden. Das ist schon, das ist echt schön. Wenn du Clan war, also Clan oder jung war, dann war das noch durchaus anders. Also Computerspieler waren wirklich so ein Klischee. Inzwischen ist es nicht mehr so wild. So. Jetzt sind wir schon aus dem Lager draußen. Die Gorgonen kommen näher. Lockt man sie alle zusammen. Das war die falsche Tasten. Oh, sowas waren die falsche Tasten. Warte mal. So, wir haben ein Level gemacht währenddessen. Ja, cool. Hey, Runenwärter, Explosion. Hey, ich will einfach die Runenwärter. Ich werde jetzt das Runenzeugs ordentlich leveln. Weil diese Explosionsrunen, die interessiert mich wirklich. Ups, Müll aufgekloppt. Fragen wir, ob das Beil Feuerschaden macht. Weil es jedes Mal Feuereffekt dabei. So. Schauen wir mal. Das ist der Feuerbeil. Ah, sie gehen nichts davon. Irgendwas macht doch Feuerschaden. Machen wir von dem aus Feuerschaden. Jens, Elementarschaden. Elementarschaden, da haben wir es ja. Also mach Elementarschaden, das ist schön. Oh, mal ein AOE eine Quart. Und die restlichen bringen sich einfach selbst um, dadurch, dass sie auf mich schießen. So, dann auch buffen. Da war nämlich bei den Gorgonen gleich da. Man sieht, versteinerte Leute. So, Höhlen der Pythia. Na dann. Guten Tag. Eieieiei. Machen wir mal die alle da. Eieiei. Sollten schauen, dass wir da rauskommen. Für Leben haben wir nimmer. Mal hochrecken. Problem ist, dass es ja drei sind. Ja, es geht, aber es ist ja ein bisschen trennt. Ah, die eine heilt da. Ja, Alter, die kriege ich nicht down so. Lass mal die Heilerin raushauen. Na, wo ist die Heilerin? Was ist er? Der ist Magerin. Die Eurikale. Wie sie heißt. Mhm.
Na komm, komm. Alter, ja. Wie lange will die noch gestunt sein, ha? Ist eure Kale da? Nein. So, jetzt ist die Heilerin down. Nochmal die. So. Gut, dass ich full life bin. Ja. Können wir uns gut gegenheilen. Aber jetzt ist es nur noch eine. Level up. Da haben wir sie, die Medusa. Medusa, sag mal. Ist jetzt schön doch zwar von den Minen durchgegangen. Ey, gewonnen, wir haben, das ist der allerletzte Heiltrank gewesen. Na komm, lauf nochmal durch. Ah, dann halt nicht. Mit dem letzten Heiltrank noch geschafft. Ich kann nicht glauben. Die werden wir noch öfters treffen. Fühlen wohl. Ich bin 14, morgen werde ich 15. Hey! Werde ich dann morgen gratulieren müssen. Ich bin auch fast dran. Ich bin auch nicht 20. Ja, dann wäre ich nochmal älter. Juhu. So. Gold. So. Hab ich ja schon. Hier ein bisschen besser. Weil sonst dann. Aber die dann auch nochmal stärker. Vielen Dank, aber. Quatsch mal mit ihren. Und da hängt der Rechner. Dann hat er was geladen im Hintergrund. Man, Höhlenladeruckler hat das Spiel einfach. Weil, wenn du von Map zu Map laufst, muss er ja die ganze Map einmal kurz reinladen in den RAM. Aber das Problem hat das Spiel seit Anbeginn der Zeit, mehr oder weniger. Wir haben jetzt nicht Hinterborten und Heiltränke besorgen, weil. Wollt man aus der Höhle draußen, dann kommen wir direkt bei einem Dings raus, bei einem Händler. Sollte man also locker schaffen. Das war ganz lustig, das war eine Stelle, da ist der Matti einfach hängen geblieben, weil er den Ausgang von der Höhle nicht gefunden hat. Ziemlich godlike. Als ich dann da gekommen bin, habe ich einfach gespült, bin aus der Höhle rausmarschiert und so, okay, ich will mich verarschen. So, letzter Heiltrank. Ah, wieder auf Null. Schänderin lebt noch, aber wir haben es rausgeschafft. Servus, Händler. Bitte. Mann, das schönes Akopis, ein grünes. Verschmutzter Stab des Donners. Interessiert uns nicht. Halsketten. Ich glaube, das war's, ne? So. Ist das Ding stärker, ist halt die Frage, ne? Das drum ist schnell. Energienzug, Verbrennung. Ah, hau mal weg. Fledermauszahn, ein Giftsack. Achilles Tapferkeit haben wir jetzt auf der Waffen drauf. Kann mal wieder runter tun bei gewisser Leid. Der Heiltränke. Hallo. Insofern, alles ist gut. Fahren wir mal ab zusammen. Danke. Jawohl. So, und weiter geht's nach Athen. Erst auf Legendär werden wir dort eine Hydra treffen. Das war zumindest vor dem Update so. Schauen wir mal, vielleicht haben sie es geändert. Vielleicht findet man die Hydra jetzt auf nicht nur Legendär. Alter, ich mag da nicht eingehen. Gott sei Dank ist der noch draufgegangen und dann dort. Wäre nämlich ziemlich geil eigentlich. Wenn die Hydra jetzt dann generell da wäre. Immerhin ist es das Cover-Monster in Titan Quest. Ich kann das einmal kurz sagen. Aha, ich hab mir Titan Quest zweimal physikalisch gekauft. Das erste Mal, glaube ich, habe ich verloren oder verlegt oder so. Aber wenn man sich jetzt da schaut, die Deluxe-Edition. Das ist die Hydra! Und die ist nur ein Legendär zu finden. Nimmt die ein bisschen Verarschung. Aber was soll's. Jawohl. Der Hauptmann down ist, ist fast die ganze Gruppe. Das war schön. Da. Ein Gesundheitstrank.
Weiter geht's. Die Bahn letzte Blade-Teile 1 und 2 sind jetzt auch schon online. Abgeschlossen. Hochgeladen auf YouTube. Sehr schön. Mine zündender. Bin echt gespannt so auf den Schwarzwald und Co. Nordische, germanische. So, der Weg nach Athen. Oh, da mal voll am Überlegen. Das Vieh ist da hinten drin, das kommt noch. Hm, Schleifenring. Wenn ein Ring oder so runterfällt, hört man das mal, das ist das Pling. Hat der Hauptmann gerade keilt? Darf er das? Auch eine Halskette fallen lassen? Jawohl. So. Haben wir an irgendwas vorbei? Glaub nicht. Ich glaube, das sieht man vom normalen Weg dann die Questmarker. Beziehungsweise die Marker, dass du was sein könnte. Ich hab den Jägerin hat aber eine Kaut. Halleluja. Das war echt ungut. Dann Hauptmann zum Hauen, jawohl. Ah, lass mal einfach auch rennen. Ah, dann rennt aber hoch. Bin echt gespannt, ob sie den Typhon endlich gepatcht haben. Das wäre ja so geil. Ach so, nach schlappen 11 Jahren nach dem Spielrelease haben wir übrigens den Endboss vom Hauptspiel endlich gepatcht. Das wäre halt so, E-Flot, ne? Aber gut. Das soll mal warten. Laut ist echt. Mal voll auftragen, ne? Ja, definitiv. Oh, ein Held. So schön. Jetzt. Da ein Held. Na, der wird doch sicherlich nicht drauf haben, wie ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Den Schaden. Na, der hat aber nichts kennen eigentlich. Wird nicht wirklich groß gewehrt. Hat da nichts Besonderes fallen lassen. Langweiliger Held. Ja, die hauen aus die Katzenpfoten. Auch der erledigt. Ich hab das Gefühl, ich bin einfach vorbei bei gelaufen jetzt bei dem ganzen Zeugs. Doch. Aha, da ist er mal. Obwohl mal hin. Wir haben einen Spätrupp in diesem. Halte ein! Spartaner vermisst, genau. Und da, wo Spartaner vermisst ist, ist auch die. So. Altlimus hat cool einen Effekt. Fähigkeit. Von Lebensentzug. Bahn und zwar Vollgas. Aber mit retten für uns. Yeah. Wenn ich jetzt Bock mehr habe. Verstehen. So. Jetzt kannst du leben. Aber das wird ihn nicht retten. Er ist nicht down. Du. Ja, wir haben es drauf. Ihr nicht, anscheinend. So, und die Mission Spartaner vermisst ist eben genau da, wo die Hydra rumsteigt. Jetzt bin ich gespannt, ob sie denn da ist. So. Monsterlage. Ich glaube, das ist nämlich da irgendwo, geht's dann runter. Aha, die hinten ist schon wieder halt. Der hat bloß einen Langschritt. Down. Da. Da, die Wappler hätten wir erledigt. Habt ihr das bitte lassen? Danke. So, und da müssen wir jetzt rauf, ganz rüber. Wie gesagt, da ist auf legendär sicher die Hydra.
auch nur Schwierigkeitsgraden, glaube ich, nicht. Jetzt? Bauen wir mal. Toll. Wie schaut's da jetzt aus? Da ist keine Hydra. Das soll sie nämlich sein. Normalfall. So. Wie gesagt, ich finde es halt interessant, dass sie das Cover-Vieh nur auf dem legendären Schwierigkeitsgrad reintun. Vielleicht als Goodie, vielleicht auch nicht. Ich werde schon einen Grund haben dafür. So machen. Machen. Das ist halt mit eurem Vieh her. Da schon sehr azam. Hinten zum Petrop Center ist da. Sei gegrüßt, du da! Ein menschliches Gesicht kommt. Da noch vermisst die. Vermut, wir müssen jetzt nochmal zurückrennen. Ja, da ist die Hydra. Warum ist da keine Hydra? Hey, want some Hydra Booty. Ah, die edle Frau Hydra hat doch keine Lust auf uns. Nein. Und auch legendär aus ihrem Bau. Schildkrötenpanzer. Nice. Auf episch als super seltener Gegenstand, wie ich finde. Weil generell Schildkrötenpanzer kriegt man sehr schwer. Und aufgeklappt. Axt. Super. Dann gehen wir mal die Quest abgehen. Ein Effekt für mich, mein zweiter Name ist Sebastian. Trifft sich gut, weil ich hasse auch Julian Sebastian, insofern. Haben wir beide den gleichen Namen. Du warst im Sumpf? Ich war im Sumpf, Sumpf, ja, ja, ja. So. Haben wir das wieder Waffen? Na, das war das Falsche. Ich kann dir das drum wegtun, die Trons da drauflegen. Trons da raus tun. War wieder Platz. Sehr schön. Ich kann ja mal das Interface aufs neue Interface ändern, aber ich persönlich finde, dass das neue Interface scheiße ist. Aber vielleicht kann man dann im neuen Interface andere Sachen machen. Schauen wir mal. Zusammenhauen. Dann schauen wir mal. Andere Interface kann das quasi neue, weil das ist ja das uralt Titanquest Interface. Ich bin froh, dass man das verwenden kann. Schauen wir mal, vielleicht haben sie das Interface wieder überarbeitet. Das ist nicht das Grim Dawn Interface, weil das Grim Dawn Interface wird dieser Freiheit. Optionen. Hat sich nichts geändert. Da oben haben wir das. Portalstein. Energie leisten, E-Kettniszeig. Okay. Ja. Ich finde die ansprechende einfach. Eigentlich. Soll das auch Uhr sein? Ah, tatsächlich, das ist die Realtime-Uhr. Die Real-Life-Uhr. Können wir machen? Und dann? Da. Wir wollen aber trotzdem nach Athen durch. Halte nur ein, hör ich was im Suff. I love Bane. So.
irgendwie bekannter. Saugeil. 7er Kübel. Anderen nachholen. Ich war je höher der Mana weg, ist das besser. Aber irgendwann geht der Mana weg halt aus. Ich mache das gerne. Ich habe einen Ring, der nur Mana weg gibt. Eben genau, damit mir das Mana so schnell nicht ausgeht. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Kommt vom Level drauf an. Also vom wie hoch mal im Level ist. Aber im Schnitt funktioniert es eigentlich ganz gut. So. Ich finde ja ziemlich geil, wie die Auslastung von der GPU ist bei dem Spiel. Konstante 8%. CPU-Tiefschlaf. Passt. Ja, der ist im Tiefschlaf. Die taktet nicht einmal komplett rauf. Ist geil. Auf Spiel. Und das trotz Aufnehmen und Streamen. Minotauren. So. Minotauren. Die Tauren kommen da noch alle. Ja, die kommen noch in Griechenland. Kommen. Immer im heutigen Teil. Wahrscheinlich nicht, glaube ich, im nächsten, aber im übernächsten sind sie fix da. Wobei, im nächsten Teil werden sie gar schon da sein. Doch, klar, freilich. Athen dann runter. Ja, im nächsten Teil gibt es die Tauren in den Afterfalsch. Da muss ich da mit hin. Da muss ich mal nicht hin. Nö, da muss ich nicht hin. Muss eigentlich da weiter. Oder? Ja, freilich. Da muss weiter. Ja, Rieder spielt Command and Conquer Kanes Rache. Das ist wohl Rieder sein Spiel, Command and Conquer. Alter, was ist denn der Vieh? Ja, das ist ein monströses Wildschwein. Halleluja. So, was hässliches ist auch noch dazu. Ich glaube, man sieht warum. Okay. Da gibt es noch mehr Bogenschützen vielleicht, ha? Ja, und Magier haben wir. Ah, klar, freilich. Alles auf dem Wohl. Ja, halt jetzt aus. Alter, eins war Magier, ha? Machen wir uns mal Loot ab. So. Geld, dass wir über die Mauern da mal drüber kommen. Oder so kleine Steinmauern dann. Ein unpassierbares Ziel. Mhm. Man was an Titanen zum Nebeln am Ende, aber Steinmauer? Nee, keine Chance. Noch Blitz zum Lauf. Heilen. Läuft. Wir wurden in Minus angefahren, bis der Bad. So, lauf mal oben weiter. Sind bei einer halben Stunde, da haben wir noch eine Entspannzeit. Ja, im nächsten Teil gibt es Minotaur und sowas von sicher. Hat mich nicht wundern, wenn ihr halt vielleicht so. Ob ihr halt Dings durchschafft, weiß ich nicht. Wie heißt's? Ägypten. Aber mal schauen, die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Ägypten rennst durch in normalen Spiel in 3,5 Stunden, kommst du Ägypten schon durch. Wenn ich es jetzt auch schnell auch noch spüre. Das frage ich, wie lange ich für Ägypten brauche. Ist das eine Puppe? Das ist eine Puppe. Ah, sind wir schon bei Athen angekommen. Wer ist das? Leonidas. Ja, wir haben es halt drauf. So, wir sind in Athen. Und das Prometheus, ja. So, ein Portal von uns. Ich bitte dich, bitte. Sei gegrüßt, ja, Griecher. Ich habe die besten Waren in ganz Athen. Du wirst keine besseren finden. Heiltränke brauchen wir wieder.
Ja, in dem Spiel, der Hauptdurchsatz, den du hast, sind wirklich helfen, okay? Das ist brutal. Und Spieler 15, Bis dann! Nochmal eine gescheite Ausrüstung brauchen. Hände drin. Ah, ein weiterer überlasteter Krieger! Was das? Den tun wir da mal rein. Den brauche ich auch nicht. Bis dann! Schleifenring kann man im Übergabebereich tun, man weiß, den man braucht. Hier drin mal, wenn sie wieder Level Xant. Es ist halt. Du kriegst ja prozentual Sachen und Prozente sind halt immer geiler eigentlich als normale Werte, weil 20% von viel ist verdammt viel und wenn man mal aus Nummer 100 Einheiten kann halt weniger sein. Oder 50 oder so. So. König, ja. Oder überhaupt die Ork voll leben, ha? Huh? Der geht doch. Ist der Pinke down? Ja, Alter, was willst du von mir? Ne, Kamera. Nee, wer durchsichtig? Boah, stößen auf der Akropolis. Dann wieder Gorgonen. So. Ja, immer. Ich das gedacht, dass man da gescheit durchschauen soll. Okay, das ist ja nur arme Mob-Gruppe, insofern ist eigentlich eh wurscht. So, jetzt schauen wir mal kurz, was mein Laptop da will. Aha. Passt. So. Weiter geht's. Und was hast du am Wochenende gemacht? Gorgonen geschlagen, du? Ja, das war ein größerer Schluck als gedacht. Uiuiui. Das war ein großer Schluck, Halleluja. Da quasi ein kleines Trinkspiel draus machen, die jetzt mal einen Schluck trinken, wenn ich stirb. Dann komme ich wahrscheinlich beim heutigen Teil bei 2 oder 3 Shots raus. Muxing eigentlich gar nicht verkehrt. Katakomben von Athen. 5 Level gibt's. Und ich persönlich finde, die ziehen sich alle wie Sau. Der Endboss unten drin nervt, weil er einfach stark ist. Hoffen, vielleicht kriegen wir ihn ja da an. Schauen wir mal. Oh ja, wenn man einen Fähigkeitspunkt kriegt. So, jetzt werden wir mal. 4 Punkte habe ich. Das hatte ich schon mal kriegen. Den Schaden verlangsamen. Gehen wir mal rein aus Fähigkeit, die Störwelle. So, wie machen wir das da jetzt an? Donnerschlag. Stärker. Mauer. So. Okay, das ist nice. Die Welle, dass die verlangsamt, kann uns einmal den Arsch treffen. Machen wie Limos sind es einfach nervige Kreaturen, weil sie sich so stark gegenheilen. Es war's fallen. Meine Spells unter Kontrolle kriegen. Oh, knapp mit drauf gehen. Halleluja. Verstehe, sind Leute, die Diablo spielen so. Bitte, warte mal. Was schaut da? Und benutzt mal wieder mein Pausenbild. Ich gehe aufs Klo. Wenn. In ungefähr 5 Minuten
ich mir was zum Trinken gehe. Hau es rein. So. Halskette der Muskelkraft. Und noch ein Ring. Nice. Die Brieftasche wird's mir danken. Geldbörse. Es wie sparen. Oder es wie Kohle scheffeln. So. Minen sind so stark, die Runen. Herrlich. Leuchtender Armreif. Geil, ne? Magier-Stuff. Leuchtet man Intelligenz für. Mich braucht man? Ah, nein, Sieg. Komm auf, für dabei. Stärker ist das, was ich dabei hab. Feuerschaden, Verbrennungsschaden, Feuerschaden. Leck mir mal Arsch. Auf Vater waren. Ja, doch, ein bisschen mehr Damage wollen wir schon, also keine verkehrte Dinger mal anlegen. So viel Intelligenz haben wir jetzt nicht einfach drauf pushen müssen. So geht sich ganz entspannt aus. Und jeder Damage-Punkt, der jetzt, den wir jetzt kriegen, nutzt uns, dass wir da unten jetzt durch den Boss durchkommen. Weil der, finde ich, ist echt übelst knifflig. Mit denen habe ich schon ein paar Mal einfach nochmal Runs gemacht, damit ich vom Level nochmal 2-3 Level kriege, dass ich den dann wohl umdahau. Das ist echt knifflig. Schauen wir mal. Was dann so jetzt ergeben wird. Ich finde es einfach, also. Erwähne mich dann. Ich. Aber wenn du möchtest, Frapzer, wäre ihr kleines Watermark auf das Bild machen. Beziehungsweise, ich wäre dann im Stream, werde mal ein Watermark dann einbauen auf der Ebene. Und dann sagst du mir bitte, ob das passt. Schau mal hin, irgendwie so Bild bei Frapzer oder so. Also schreib dein Namen oder halt, wo du, was du willst, schreibe halt hin, ne? Dann bist du doch quasi gemenscht als Ersteller des Bildes, weil bist du ja auch, ne? Hast du schon recht? Wollte die eigentlich schon definitiv erwähnen, ist ja deine Arbeit gewesen. Nicht meine. Du hast sie mir zur Verfügung gestellt. So. 3 Minuten haben wir noch. Das wird knapp, gach. So, die Klappe der Ebene 4. Sollten wir oben rumlaufen, weil unten rum, glaube ich, ist es ab Dead Ends. Oh, ob das richtig war. Ja, das war richtig. Eisgeister, du. Da war es Angriffstempo. Ne, brauchst du doch nicht. Magie. Ja, da geht's runter. Schreibt der Bane, jetzt haben sich alle Artemis für Stuck mit einer. Ha! Das ist fein, Bane, ja. Das ist fein. So. Jetzt sind wir auch bei der Boss-Ebene. Schauen wir mal, ob wir da legen. Sollte aber durchaus möglich sein. So denn? Alastor. Jetzt geht's eigentlich. Ja, schauen wir das mal. Machen. Ah, finde ich super, dass das Geister sind, aber der hat ja wieder zusammengefahren. Ja, ich hätte gesagt, also entweder sie haben den Typen leichter gemacht, kann natürlich sein, oder, was auch nicht. Oh ja, das hat schlecht getimt gehabt. Wurscht, erstmal Erzklappen. Die kriegen wir aber down. Jawohl! Noch nie so leicht gewesen, der Kollege. Ich glaube, den haben sie leichter gemacht. Ich glaube, den haben sie gebalanced.
War schön, schön, schön. Dann fangen wir nämlich mit dem nächsten Teil auf einer anderen Insel an. Geheimnisvoller Krieg. Geheimnisvolle Krieger. So. Dann laufen wir mal rein. Los. Und da raus. Aber dass wir noch aufs Boot kommen. Hafen von Athen ist auch schon wieder von Gorgonen niedergerannt worden. Oder? Da oben geht's weiter. Platsch. Hat was schön donnern kehrt er beim Angriff. Läuft super. Da, das Sommer. Phaedrus hat dich geschickt? Im Gegensatz zu dir haben wir es halt drauf. So. Bild bei Frapton. Alles klar, machen wir. So, wir sind auf Knossos angekommen. Dann laufen wir nochmal rauf ins Dorf, in das Dorf selbst. Nach Heraklion. Willkommen, Fremder. Vor langer Zeit. Quests anlabern, Portal aktivieren. Runen. Und nochmal zum Händler. Mein Laden ist nur noch ein Schatten seines ehemaligen Ruhmes. Es sind schwere Zeiten angebrochen. Aber kann ich dir vielleicht trotzdem helfen? Jawohl. So. Ich tränke und das war Mana-Tränke. Bis dann. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil.